wie präzise schießen die Säcke? Das sieht zumindest nicht aus. Was machst du denn, Nisha? Weil die schwimmen ja einfach aus der Luft, die Pinne. Ich hab die jetzt mit meinem Skill und dem Sniper abgeschossen. Ach, wie geil. Diese Luftpuste-Dinger hier, die füllen auch das Osgate wieder auf. Nicht viel, aber ein bisschen. Hauptsache, wir kommen voran. Oh, was kommt denn da? Nichts ist niemals eine Option. Okay, interessanter Missionsname. Das Signal kommt aus den Überresten von diesem Ding da oben. Was? Oh. Guter Folgentitel. Hey. Aua. Schon wieder die Viecher. So, sind sie jetzt alle da? Kann ich den Skill einsetzen, dann ist wieder Ruhe. Ja, so mache ich. Aber der visiert sogar die Gegner an, wenn die noch unter der Erde sind. Das ist teilweise nicht so erfreulich. Overpowered, ne? Und dann auch noch sich Augen auflegen. Ja. Hiha. Gut. Yeah, ich bin oben. Eigenwillige Oberlichtgestaltung, was? Die kriegen ihre Kaution garantiert nicht zurück. Oh, was ist das denn? Ich bin hier gerade wieder von der Sammelwut. Ich lasse die Sachen einfach mal liegen. Überwältigt. Was ist das denn hier für ein fettes Schiff? Nicht so viel Krach. Du hast mein Signal bekommen, hä? Gut, eine Meute Scavs hat mich bis hierhin verfolgt. Angeführt von einem Schrauber namens Boomer. Warum wackelt die denn so? Meinen Kopf, weil ich ihnen ihr Diebesgut geklaut habe. Ich hab mich hier verschanzt, um zu kämpfen, aber es sind zu viele. Sie kommen. Geh runter und hilf mir, sie abzuwehren. Ich lege so viele wie möglich von hier oben um. Ja, komm nur her, Boomer. Ja? Okay, ich habe ja eine Amelia. Emily Earhart. Sie ballert hier voll mit dem Sniper durch die Gegend. Das ist die Gedirn. Das ist ein Dahlfalter. Wie wir sollen. Ich hätte gern Snapper mit Korrosionsschaden. Pistole hatte ich letztens, ne? Ich gleich nochmal rausnehmen. Ich laufe hier rum wie falsch geht. So. Alles klar. Komm mal zu mir, hier ist noch eine Kiste. Wem hast du dich denn da so schnell angefreundet? Amelia heiße ich, abenteuerreißig. Steht auf meiner neuen Visitenkarte. Zu affektiert? Mir gefällt's. Aber ich weiß auch nicht, was affektiert bedeutet. Janie Springs, mein Name. Glaubst du, dass du diese Schießerei überlebst? Ich hoffe es. Andernfalls habe ich 300 Visitenkarten für nichts und wieder nichts drucken lassen. Schick mir eine digitale Version über Echonet, weil... Ach, tun wir einfach so. Alter. Einen coolen Spruch gebracht. Bekomme ich deine Nummer? Na schön, Janie Springs. Hier hast du sie. Holy crap. Da ist irgendwo noch einer. Der vor dir, der Kleine, macht einen kleinen Platz. Okay. Boah, da schubst er mich ja fast runter. Schon wieder gestorben. Boah, wer schießt denn da? Der Helikopter. Raumschiff-Ding, meine ich. Den habt ihr aber geplant gemacht. Ein paar mehr. Guck mal auf die Karte, da ist immer noch einer.
Mannequin. Die Kleine hat sich einen Kammerjäger geangelt. Glaubst du, dass dein Schoßhündchen dich retten wird, Prinzessin? Du hast mich bestohlen und darauf steht die Höchststrafe. Einen Dieb kann man nicht bestehlen, Boomer. Hol es dir zurück, wenn du dich traust. Autsch. Wo kommen die Pisser denn her, Boomer. Sag mal? Das ist der Boomer jetzt. Wo? Der Endgegner. Ach, ein da. Flieger. Die spawnen einfach wild in der Gegend rum, weißt du? Ja, nur woher springen die? Pisser. Ja, ich hab noch nicht drauf geachtet, weil hier so viel los ist, aber es könnte sein. Oder manchmal kommen die über die Berge. Haben wir es jetzt, ja? Oh, immer noch nicht. Wir haben es immer noch nicht. Du hast dir deine Belohnung verdient. Jetzt. 3 Scav-Angriffe sollten wir überleben. Das war es jetzt. Alter. Teilen wir uns die Beute. Oh, ich muss mal eben AFK gehen. Kannst du eben auf mich aufpassen und vielleicht keine Mission annehmen, damit hier nicht direkt wieder krass Stress ist? Was? Warte mal kurz. Augenblick. Danke nochmal. Ich verzieh mich lieber, bevor noch mehr Scavs auftauchen. Du gehst diesmal leer aus. Was soll das denn heißen? Klar hab ich was abgekriegt. Ich habe Emilias Nummer. Ich gehe grundsätzlich nie leer aus. So. Haben wir denn hier noch alles? Okay, jetzt gucke ich mal eben, wo muss man denn jetzt hin? Ach du heiliges Lieschen, komplett zurück. Nichts ist umsonst, den müssen wir noch zu Ende machen. Dann müssen wir auch bloß dahin, ja. Gut. Könnte man eine andere Waffe nehmen. Die war auch nicht schlecht. Gladiatorin hat das auch nicht. So, 157. Ich sag mal, das Ding schmeiße ich noch weg. Finde Tonys los. Ich gehe schon mal zurück. Weiter Weg zurück. So ein Kappes. Oh, dass es hier auch nirgendwo mal ein Auto gibt oder so. Ist ja nicht zu fassen. Vorsicht, Luftreserven auf 50%. Ich brauche Sauerstoff. Um den Sauerstoff. Ich muss. Oh ja, das ist gut. Vorsicht, Sauerstoffvorrat bei 50%. Ja, ja, ja. Ich muss hier raus. Okay. Ich lauf schon mal für dich vor. So, was liegt denn hier noch alles rum? Ein Raketenwerfer? Geld. Ah, da ist Sauerstoff. Das ist sehr gut. Einmal auftanken, bitte. Ich könnte mal... Auch eine schöne Waffe.
mit Säureschaden. Da fällt schon wieder irgendwas runter. Huch, was war das denn? Das ist echt kalt. Okay. So, ich hoffe, mir begegnet kein Typ mehr hier. Naja, ich hätte nichts sagen sollen. Na, wo sind sie? Jawohl. So ein Irrer hier. Alter, einige Irrer. Drohnen könnten wir auch helfen. Das ist jawohl. Das geht schon ganz gut. Okay, wie weit sind wir? Oh ja, gleich da. Gefällt dir das? Ha? So. Ich glaube, ich hole mal kurz hier ein paar. Es ist ein guter Kugeln. Tag voller Möglichkeiten. Alter, was ist denn hier los? Ich geh nochmal raus. Hallo? So, nochmal. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ganze Geld ausgeben. Oh, was haben wir denn da? Aber ich weiß gar nicht, wie was mein Oskit so macht. Muss ich auf jeden Fall ein paar Waffen loswerden. So geht das nicht. So, ich glaube, die kann weg. Das ist das Ding, was ich mir gekauft habe. Nee, habe ich. Nee, ist nicht das Ding, was ich mir gekauft habe. Oh. Jetzt bin ich verwirrt. Feuerrate 10, Feuerrate 1. Ja. Gottes Willen. Kann der weg? Kann der weg? Kann der weg? Boom Boom Baby spawnt zwei Bomblets. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich vertick's einfach mal. Enforcer, Shotgun-Genauigkeit. Ist mir egal. Gladiator haben wir nicht. Ich muss mal selber gucken jetzt kurz. So. Okay. Wir warten mal eben, bis der Stoiker wieder da ist. Ich mache mal kurz einen Cut hier und wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Stoiker ist auch wieder am Start und du wartest mal kurz da. Ich gehe mal kurz hier zu dem Ziel. Vielleicht können wir danach direkt... Ich meine, du kannst auch schon mal in der Zwischenzeit hier rumgerannt kommen, aber du kannst dich auch erstmal in deinem Menü rumgucken, während ich hier den anquatsch. Ja, kann ich machen. Wenn ich jetzt gar nichts gesagt hätte, hätten die Zuschauer irgendwann gedacht, du hättest einfach nur erzählt, obwohl ich gar nicht da bin. Ein Besucher will meine berühmte Sammlung rarer Raumschiffteile besichtigen. Eine kleine Spende bitte, dann geht's los. Was? Was? Ich soll ihn bezahlen? Die Spende? Oh, welch freudige Überraschung. Beginnen wir die große Führung. Ach, und lassen Sie Ihre Griffel von den Ausstellungsstücken. Sonst gibt's mächtig Ärger und das wird richtig übel. Dies hier ist das Startsystem für Rettungskapseln aus dem Raumschiff Gigantik.
Sie wurde auf ihrem Jungfernflug zerstört. Nach der Kollision... Hey, was muss ich hier machen? Alle 11.000 Menschen an Bord starben beim Start der Rettungskapseln, als sie alle ineinander krachten. Hörst du das auch, was der erzählt? Ja. Also okay. Ja, so ein bisschen geschichtemäßig, aber ich habe mir gerade ein neues Schild ausgerüstet. Ich glaube, das hatte ich vorhin gekauft. Das sieht aus wie ein Vogelkäfig, richtig? Falsch. Das ist der Energiekernregler des Solarschiffes Crusade, das im Raumdock explodierte, als jemand ihn ausbaute, um ihn abzustauben. Man versuchte, ihn dann wieder einzubauen, aber die Crusade war bereits, nun ja, explodiert. Mhm. Ich laufe mal ein bisschen rum, sag mal ein bisschen Muni. Ich habe nämlich nur noch zwei Sniper. Ja, ich muss mir jetzt gerade hier eine Ausstellung anschauen. Dann komme ich auch mal vorbei, nämlich aus. Ja, bis am Ende der Karte. Weiter, wenn Sie mir folgen möchten. Was für eine Ausstellung? Erzähl mal. Ja, hörst du doch, der zeigt hier irgendeinen Scheiß. Und das sind Bilder? Oder hat er da irgendwas aufgebaut? Nee, irgendwelche Gegenstände. Mein bestes Stück ist dieser Flugdatenrekorder von der Drakensberg. Sie hat während des großen Berstens einen schweren Triebwerksschaden erlitten und stürzte nicht weit von hier ab. Ich musste etliche Konkurrenten ausschalten, um da ranzukommen. Okay. Wenn es sein muss, krempel ich die Ärmel hoch. Oh Gott, tatsächlich, das ist er, der Datumrekorder. Nimm ihn, los, nimm ihn dir. Hey, nichts anfassen. Sie sind gar nicht wegen der Führung da, oder? Verdammter Gauner. Jetzt bin ich aber richtig sauer. Die Excelsior braucht ein Gyroskop für mehr Stabilität. Ich aktualisiere sofort ein Echo. Die undankbaren Einwohner werden nicht begeistert sein, wenn du es dir schnappst. Aber die lassen sicher mit sich reden. Tja, mit so einer robusten Gegenwehr von Tony hatte ich nicht gerechnet. Aber der Fortschritt fordert Opfer von uns allen. Wo müssen wir hin? Kann gerade nicht gucken, bin gerade im Kampf. Okay. Nö, das ist gut, wir müssen jetzt auch raus hier, das ist schön. Und jetzt kann ich gleich wegseppen, brauchst du also nicht kommen. Was heißt wegseppen? Die Karte wechseln. Wird das kleinste Körnchen des Universums nicht größer als eine Seele? Oh, ist ein geiler Sniper und ich bin grad voll. Dann poppt also es noch nicht seppen. Die Gewehrkugeln auf einem Blechdach expandiert zur wahren Bestimmung. Ich habe gerade ein Echo gefunden. Es selbst. Mhm. Ein neues, hau rein, ich stehe am Modul. Bereit, verschlungen zu werden vom Abgrund. Ich liebe Popcorn. So, jetzt. Jetzt? Okay. Nein, warte. Jetzt kann ich die Waffe aufheben, muss aber erst was rausschmeißen. Ja. So, irgendwas Billiges. Das hier. Fertig. Immer noch voll. Ich habe irgendwas anderes Scheiß aufgenommen. Nein, noch nicht. Ne, es ist gar nicht. Dim, 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 dim. Jeopardy. Yes. Ey, hier kommen immer so Trümmer aus dem Himmel, die fallen hier drauf, die kannst du kaputt machen, dann sind da Sachen drin, Waffen und so. Mhm. Ah ja, das ist ja merkwürdig. Komische Meteoriten. Ja, das sind so Trümmer von der Helios vielleicht. Echt? Oder so. Okay, hier haben wir jetzt ganze. Ganze, die ganze was? Drei Aufgaben. Tu mal ein paar Waffen weg. Drei Missionen. Waffen, wundervolle Waffen. Boah, Alter, was ist das denn für eine Pumpgun hier? Alter. Uiuiuiui, ui, 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 sag ich da nur. Uiuiui, ui, ui, aber ganz wenig Muni. Würde ich mir auch gar nicht holen wollen. Könnte ich jetzt schon wieder was verticken hier? Möchte ich das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn da? Boah, ich muss wieder verticken. Hab schon wieder 3000. Nein, geht ja schnell. Ja. Oskid. Ich habe eins, das kostet 425. Ist eigentlich ganz gut. Ist von so einem, von einer Mission gewesen. Willst du mal gucken? Was? Was kann das denn? 132 Kapazität ist ja nicht viel. Das hat Schockresistenz von 15, Kyroschaden 11, ne, Resistenz 11 und maximaler Schmetterschaden 987 und macht dazu nochmal Säureschaden. Ja. Ich kann dir das auch immer einfach hinwerfen. Weiß ich nicht. Das ist mein altes. Hm. Ich weiß nicht, was ich hier rausschmeißen soll und was nicht. Bis später.
Hammer, hilft dir das mal hinten hin. Ich habe ein Oskid, das hat... Nee, ich habe eins mit Assault Rifle Schaden. Also von daher kein Bedarf. Was ist hier mit? Schild. Kannst du noch mal kurz einen Blick drauf werfen? Ja. Oh, ist besser als Meier. Sekunde mal. Schild. Obwohl, der ist sogar auch besser als meiner. Aber kannst du es nehmen. Also meiner hat ein bisschen, hat 10 Punkte mehr, aber der Rest ist natürlich schneller. Lädt schneller auf, hat eine geringere Ladeverzögerung. Aber dann schmeiß mir deinen raus, wenn der echt besser ist als deiner. Ach Mann, ey. Der ist ganz gut, wie gesagt, auch mit Säureschaden. Die Säureschaden war das andere Ding, ne? Der ist tatsächlich besser. Wieso ist der denn besser? Ja. Was, ich soll dir meinen rausschmeißen? Ja, ach Quatsch, alles egal. Ja, hier, nö, da. Nimm, blauer, ich hab einen blauen, aber... Nö, der ist schlechter als meiner. Gut, dann verkaufen. Ich guck jetzt mal kurz, was hier in der Nähe ist. Das ist da. Zu den Waffen wollten wir gar nicht machen, das ist kacke. Aha, schön. Wieder in zwei verschiedene Richtungen. Mhm. Wir bauen eine Roboterarmee nach links und das andere nach rechts. Egal. Komm, wir holen uns ein... Ah ja, können wir ja Autos nehmen. Ich spawne mal zwei diesmal, ne? Ja, genau. Let's go. Das lässt sich wieder aus. Müssen wir rüber, okay. Ich muss mal Anlauf nehmen. Lalalala. Jetzt gib ich ihm hier. Wow. Jawohl. Jump, jump, jump. Jetzt sind wir schön hier im Eis. So, wir müssen weiter. Ist direkt hier vorne. Wir müssen hier hoch. Oder? Hier, genau. Näher sich dem Gyroskop. Mach dieses Käfer heute fertig. So, wir müssen mal den diesmal platt machen. Dann nehmen wir meine Feuerwaffe. Hallo. Ich kann mir ja schon gut vorstellen, dass wir später nochmal zur Helios hoch müssen. Ne? Ja, klar. Den Laserwaffe. Darum geht's doch. Wir müssen zur Helios hoch. Das ist ja eigentlich der Hauptmissionsstrang, dass wir dem Jack irgendwie helfen müssen und dann zur Helios hoch. Ach so, dann wieder hoch, jo. Als gerade nur so ein Zwischen. Weil die alte, ach, ich bin auch tot, das ist aber ungünstig. Ja, da müsste aber jemand sein. Kriegst du den platt? Ja, hoffentlich. Draußen? Oh, ich komme langsam hinterher gekrochen. Ich halte die Tür im Blick. Geh mal neben mir, dann schießen die dich nicht. Diese Seite. Dankeschön. Ja. Okay, guck mal. Boah, ich bin jetzt auch gleich platt. Ich warte einen Moment, guck mal, ob du die platt kriegst, sonst glätte ich dich, wenn mein Schild wieder hoch ist. Super. Boah, hier ist... Krass, der sieht... Mein Skill sieht, dass gleich einer aus der Tür kommt. Mhm. Weil der jetzt schon auf die Tür zielt. Ich muss das mal als Vorteil nutzen. So, müssen wir jetzt hin. Die Aufgabe ist, die Platz zu machen, oder was? Finde das Gyroskop. Das heißt, wir suchen hier gleich rum, sobald ein bisschen Ruhe ist. Hier kommen aber gleich noch mehr aus der Tür raus, wie zum Beispiel der Badass. Motherfucker. Das ist ein Sniper. Oh! Ich bin ein Sniper, haben wir hier aufgeschossen. Sag, wenn es kritisch wird. Doch nicht. Ja. Jetzt ist langsam kritisch. Oh, ein Schuss noch und ich hätte. Muss ich nachladen. Danke. Jetzt wäre er tot gewesen. Ja, oh, was liegt der Sniper da? Ist echt nur noch am besten. Die andere Knarre kann ich echt mal wieder wegpacken.
ist denn eigentlich? So ein Pumpgun. Was ist das? Naja. Ja. Ich nehme ja statt die... Ja, wenn du möchtest, kannst du gleich hier mal die Rifle haben. Weil, ja, wenn es hart auf hart kommt... Ich habe hier gerade eine... Nicht viel. Ich habe hier zumindest gerade eine Säure-SMG, die ist ganz nice. Warte mal, bevor Gegner kommen, komm mal her. Schmeiß ich dir die eben hin. Ja, Säure-SMG kann ich mir vorstellen. Ja. Entscheidungen, Entscheidungen. Genau, so sieht's aus. Ach, hat's aber dir auch gesagt? Obwohl, ich weiß, was du gesagt hast. Schauen wir uns mal die Stats an. Ich sehe immer nicht. Irgendwo hier muss es sein. Das heißt, ach, guck mal, hier ist doch das Ding. Ah, da bist du doch. Und da ist noch eine Waffenkiste. Vielleicht nehmen wir erst die Waffenkiste, falls gleich Ramazama ist. Komm zu mir ins Labor, dann siehst du ein Genie. Ach, ist gar keine. Es könnte aber wieder ein bisschen Ärger mit den Nachbarn geben. Das ist eine Muni. Wie oft war ich hier schon an diesem Ding dran? Jetzt endlich hat es was gebracht. Wir waren ja schon so oft hier. Hättest du damals schon mitnehmen können, ne? Mhm. Hätte das der Automat auf die Scheibe runtergelassen, hätten wir es auch einfach mitgenommen, weil es schön aussieht. Genau. Aber, nein, hier gibt es eine Story. So, müssen wir das jetzt hinbringen nach da hinten, alles klar. Jetzt haben wir wenigstens Autos, da ist es nicht ganz so schlimm, dass wir wieder quer über die Karte müssen. Die Karte? Da, so lange ist alles gut. Ich finde die richtigen Autos noch irgendwie cooler. Echt? Mir gefallen die Mond-Dinger hier, die... Weiß nicht, wie sie heißen. Mond-Buggy. Würde ich auch sagen, die Mond-Buggys, ja. Das andere sind die Mond-Buggys, ne? Ja, das sind die Mond-Stingrays. Genau, Stingrays. Ja, genau, Stingrays. Stimmt, da gab es ja eine Bezeichnung. Sind wir da? Wir müssen hier rein, ne? Ja, ich glaube auch. Wir müssen dann hoch. Sag, wenn du hier bist, ich bin am Eingang. Ich bin hier. Oder willst du von außen hoch? Ach so, da ging's rein. Alles klar, stimmt. Ja, geh schon mal vor, mach schon mal. Ich guck mir gerade hier einen schönen Sniper an. Kann ich mir aber nicht leisten. Nee,